Die Altersvorsorge in der Schweiz steht vor grossen Herausforderungen. Vor allem die Altersleistungen bei der Pensionskasse sind in den letzten 20 Jahren massiv zurückgegangen. Wir erwarten aber weitere Senkungen im Rahmen der Pensionskassenleistungen. Darum ist es umso wichtiger, dass jede und jede im Rahmen der dritten Säule privat zusätzlich fürs Alter sparen. Das VZ-Vermögenszentrum hat aus diesem Grund im laufenden Jahr von über 10'000 Kundinnen und Kunden, die mit dem Vermögenszentrum zusammen Pensionierung geplant haben, die dritte Säule analysiert. Wir sind im Rahmen von dieser Studie auf viele, teilweise doch überraschende Erkenntnisse gekommen. So ist es gewesen, dass von diesen über 10'000 Kundinnen und Kunden durch jeden Zehnte keine dritte Säule hatte. Viele haben aber relativ viel Geld auf dem Konto gehabt, könnten also das Geld vom Konto nehmen und im Rahmen der dritten Säule fürs Alter vorsorgen. Eine weitere Erkenntnis, die uns doch auch überrascht hat, ist gesehen, dass etwa 60% von unseren Kundinnen und Kunden, die zu uns im Beratung gekommen sind, mindestens ein Konto gehabt haben im Rahmen der dritten Säule. Kontozinsen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Wenn man schauen tut, wie viel Zins ich auf einem 3-Jahr-Konto kriege, dann ist das im Moment 0, vielleicht 0,2, vielleicht einmal 0,4%. Also relativ wenig Zins. Und wenn ich dann berücksichtige, dass wir in jüngerer Vergangenheit eine Teuerung, also eine Inflationsrate haben von über 3%, dann verliere ich jedes Jahr laufend an Kaufkraft. Wenn man noch 10, 15 Jahre hat bis zur Pensionierung, dann empfehlen wir ganz klar, die dritte Säule nicht oft auf dem Konto zu lassen, sondern in Wertschriften zu investieren. Der Anlagehorizont ist genug lang, um kurzfristige Schwankungen ertragen zu können, weil langfristig die Renditeerwartung deutlich höher ist. Wir empfehlen jedem, in die dritte Säule einzuzahlen. Und wenn es geht, jedes Jahr. Weil wenn ich letztes Jahr nicht eingezahlt habe, dann kann ich ein verpasstes Jahr nicht nachholen. Als angestellte Person darf ich rund 7'000 Franken pro Jahr in die dritte Säule einzahlen. Wenn ich mir das nicht leisten kann, dann empfiehlt es sich trotzdem, vielleicht auch 2'000 oder 3'000 Franken einzuzahlen. Warum ist das so interessant? Es ist so, jeden Franken, den ich einzahle, darf ich vollumfänglich beim steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Und je nach Situation, finanziell oder Wohnort, bedeutet das, dass wenn ich beispielsweise 1'000 Franken einzahlen tue, ich irgendwo zwischen 150 und 400 Franken an Einkommensteuern durchsparen. Wenn Sie jetzt Interesse haben an dieser Studie, dann finden Sie unten einen Link, wo Sie die Studie bestellen können. Wir schicken Ihnen die Studie sehr gern kostenlos heim. Wenn Sie jetzt Ihre persönliche Situation im Detail anschauen wollen, vielleicht auch über die dritte Säule hinweg, dann melden Sie sich ungeniert bei uns. Das erste Gespräch bei uns ist für Sie kostenlos und unverbindlich.